Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zur nächsten Pokémon-Folge von Leuchtende Perle. Ja, wir sind hier im letzten Part stehen geblieben, beziehungsweise wir haben am Ende des letzten Parts Schleierde erreicht. Und unser Shellcarain hat sich zur Shellterra weiterentwickelt. Mein liebes Schildkrötchen. Ja, heute wollen wir Schleierde erkunden. Und vielleicht schaffen wir auch hier noch den Orden hier zu holen. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, also lasst uns zügig beginnen. Ah ja, wie ihr seht, ich habe neue Kopfhörer. Ich hätte mir auch welche bestellen können. Hätte ich noch aber eine Woche, zwei Wochen mit diesen Beats-Kopfhörern, den selbstgebastelten Beats-Kopfhörern, die ich mir da irgendwie zusammengeklebt habe, mehr oder weniger, auskommen müssen. Da hatte ich gar keine Lust zu. Und das wollte ich euch auch nicht antun. Und ja, dann habe ich bei Saturn geguckt und habe mir welche von Logitech geholt. Bin nicht so der Fan von, die haben jetzt 150 gekostet und die haben hier so ein schönes, wo ist denn das? Ah, hier. Ich kann halt die ganze Farbe und sowas einstellen. Finde ich ganz schön. Musste ich mir aber eine extra App zu downloaden. Und, wer bist du denn? Schleide wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Fangen wir hier oben an. Hilda ist die Arenaleiterin in Schleierde. Marinus der Arenaleiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzhofen. Die sind alle viel zu stark. Gegen die habe ich keine Chance. Und dann habe ich mir das gedownloadet. Man konnte das soweit auch super einstellen. Aber, Logitech hat die ganzen Audio-Einstellungen durcheinander gebracht. Das war katastrophal. Und dann konnte ich nicht mehr auf die Audio-Einstellungen zugreifen. Im Endeffekt, ich konnte halt nur meine Kopfhörer auswählen. Ich konnte nichts anderes auswählen. Also wenn du auf Soundeinstellungen, hier unten rechts, bei den meisten PCs hast du ja ganze rechte Maustaste auf dem Lautsprecher, dann Soundeinstellungen. Ich konnte nur meine Kopfhörer auswählen. Und da musste ich das Programm deinstallieren und alles nochmal neu einstellen. Also Logitech verträgt sich überhaupt nicht mit Windows. Meine Meinung. Ja, zumindest in diesem Fall. Das war Katastrophe. Ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Dann nochmal 1 Stunde, bis ich das Headset eingestellt bekommen habe. Aber ich habe es ja geschafft. So, wer bist du? Wenn du die VM-Attacke Fliegen einsetzt, kannst du sekundenschnell in jede Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Arenaleiterin Hilda mag wie ein argloses junges Mädchen wirken. Aber hüte dich, sogar Erwachsene haben es schwer gegen sie. Ich habe mir einen neuen Sonnenschirm gekauft, aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird. Also sehe ich immer wieder die Wettervorhersage an. Das Team Galaktik-Gebäude stört mich. Es wirkt so bedrohlich auf mich, dass ich kaum noch schlafen kann. Diese Dornendinger an dem Gebäude, sind die jetzt in? Dornendinger am Gebäude? Was meint sie denn? Werden wir bestimmt gleich noch sehen. Wenn es Menschen gibt, die sich sehen wollen, erscheinen Pokémon auf verschiedene Arten und Weise. Hallo, Aspiro. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sinnoh in 2 Hälften geteilt. Wenn ich mir Shellelos ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Ah, die... Was? Soll das einfach eine Anspielung sein darauf, Shellelos Raupi? Jetzt ist schon Raupi. Wumpel in der Evolution? War gerade in der Evolution und dann kam der Kraterberg und dann gab es Panekon und dann Shaloko auf der einen Seite und Panekon auf der anderen. Okay. Eine dunkle Seite für Panekon, eine helle Seite für Papinella. Alles? Mehr oder weniger. Ne, dunkle Seite Pudovsk, helle Seite Papinella. So. Ich bin hergekommen, um im Kaufhaus mehr Geld zu verprassen, aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Ja, das stimmt.
Das Pokémon eines befreundeten Trainers hat mich zur Herstellung dieser Sticker inspiriert. Möchtest du welche haben? Luftblasensticker, dankeschön. Was gibt's hier? Weiß ich, kannst du lieber Bälle kaufen? Oh ja. Gib mir mal ein paar. Weil ich weiß nicht, wann wir. Doch, ich weiß, denke ich mal schon, wann wir das erste Legi begegnen. Wann wir dem ersten Legi begegnen, aber. Topschutz. Brauchen wir uns auch mal ein bisschen was von. So. Was kann ich bei der anderen kaufen? Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ah, okay. Hier bei Leber können wir uns noch ein paar gönnen. Aber eigentlich kann ich doch Beleber erst kaufen, wenn ich den dritten Orden habe. Es sei denn, es ist mit dem Einkaufszentrum, ja. Wie sage ich? Dass man das wirklich nur hier kaufen kann. Ja, das kann sein. Wer bist du? Ich liebe diesen Hauch von Luxus, der in solchen Kaufhäusern in der Luft liegt. Ja, Kaufhäuser sind schon was Schönes. Wo ich mir die Kopfhörer geholt habe. Oder ich will hier nochmal den. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du zur Stammkundschaft gehörst, fühlst du dich hier in den besten Händen. Willkommen im Kaufhaus von Schleide. Was wollte ich jetzt? Also, als ich jetzt gestern im Kaufhaus war, ich habe mir ja diese Kopfhörer geholt bei Saturn. Und ich bin reingegangen. Ich habe mich gewundert, die Leute stehen da an. Ja, bestimmt mindestens eine Stunde Wartezeit. Da kriegst du dann halt so, ja, so ein blaues oder so ein gelbes Bändchen, damit du halt in die Läden rein kannst. So, ich hatte aber nicht so viel Zeit. Das heißt, ich bin einfach durch, bin zu Saturn, musste dann nur mein Perso vorzeigen, ich glaube, ich mit der Luca-App eintragen und was war das noch? Also Impf natürlich, das ganz wichtige Impfnachweis vorzeigen. Dann durfte ich auch rein. Warum stellen sich die Leute da an? Keine Ahnung. Entweder sie brauchen es, oder sie denken wirklich, dass sie es müssen. Ja. Na gut. Ich gebe meinem Zipurse KP Plus, das erhöht die KP oder etwa nicht. Gut doch. Okay, was gibt es hier? Ich glaube, von der Dame ganz links kriegen wir was. Kann das sein? Also, wer habe ich nicht? Als Teil einer Werbeaktion verschenken wir hier Apps für Pokécatch. Hättest du vielleicht Interesse an Poké-App-Zähler? Ja, warum nicht? Wichtig, wenn man Eier ausbrütet, denke ich mal. Ja. Wo finde ich nur das passende Kleid für die Superwettbewerbsshow? Wer bist du? Ah, okay, extra ein. Ah, nein. Extra ein Dude. Oh, sogar ein. Fahrstuhlpage. Willkommen, wie kann ich. Oh. Feuersturm. Donner. Blizzard. Gerne Eisstrahl. Psychokinese nehmen wir auch mit. So, für eine TM können wir uns noch entscheiden. Zauberschein, Gyro. Ah, kostet sie. Gigastoß. Eisstrahl. Donnerblitz. Kommt immer noch mal Flammenwurf mit. Was, hier gibt's auch Dams? Ich liebe TMs über alles, deswegen komme ich ständig her. Aber kaufen tue ich nichts. Was? Okay.
Ein Freund hat mir neulich über die drahtlose Verbindung einen Machoke zugeschickt. Aber bei mir ist ein völlig anderes Pokémon angekommen. Ja. Es geht noch weiter nach oben. Wahnsinn. Hier kann ich bestimmt... Keine Ahnung. Ich kenne so Bonbon. Bonbon, Sonderbonbon M, Sonderbonbon oder XP-Bonbon, so heißen die ja, ne? SML. Aber sowas kenne ich nicht. Wenn dir ein wildes Pokémon begegnet, verwende sofort einen Flottball. Sollte der Kampf allerdings etwas länger dauern, dann setz einen Timerball ein. Ich habe erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich eine Erfrischung und Ruhe. Zwei starke Jungs stehen hier rum, das ist alles. Ah, ein junger Pokémon-Trainer. Nimm einen Rat eines Älteren an und nutze diesen Klappdaum. Ja, weiß ich doch. Ich halte dieses Kaufhaus seit Jahren die Treue, deshalb bin ich auch jetzt Stammkunden. So, damit hätten wir das Kaufhaus auch schon mal abgehakt. Ich glaube, einen Dude habe ich übersehen, wo du noch so Timerbälle und so kaufen kannst, aber das passt schon. So. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine TM. TM oder VM? Ah, die meinen wohl VM. Ziemlich bestimmte VM. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das ist für dich. Ist Metronom nicht eine TM? Keine Ahnung. Du bist doch etwas zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich gerne uns anschließen. Team Galactic arbeitet hier Tag und Nacht an der Erschließung neuer Energieressourcen. Wir von Team Galactic erbeuten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Herzlich willkommen, das ist die Team Galactic... Verzeihung, ich meine natürlich das Team Galactic-Gebäude von Schleierde. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur einmal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns die gewaltige Energie zunutze machen könnten. Naja. Die Modewelt, Metronom, das die hier neulich eröffnet hat, scheint bestens anzukommen. Okay. Wo hat der Wind nur meinen Schal hingeweht? Gibt es hier irgendwo ein verstecktes Item, Seidenschal eventuell? Willkommen. Oh, nee, vergiss es. Kleidung, ihr wisst. Ja, das mag ich überhaupt nicht. Oh, Schaltera, lass mich durch. Einen schönen Tages fiel ein Meteorit einfach so vom Himmel
und an der Stelle, wo er einschlug, erblühte später eine Stadt. Der bloße Gedanke daran rockt total. Okay, diese Box kommt dahin und... Ah, es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pipi mit seinem winzigen Pfötchen wäre mir eine große Hilfe. Andeutung, dass ich mit Pipi herkommen soll? Keine Ahnung. Wir haben die TM-Fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Mir wurde gesagt, ich darf sie haben, wenn ich mich als würdig erweise. Aha. Wo ist sie nur? Ich habe meine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich schlecht suchen. Ja, wo ist sie denn nur hin? Ich suche mit meiner Großlinse alles nach der Linse ab, die mein Herzblatt hier irgendwo verloren haben muss. Bisher aber leider ohne Erfolg. Da wollte ich noch gar nicht hin. Na Totti, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker, oder? Kommt mir das nur so vor. Was ich hier mache? Oh, ich will nur einkaufen. Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Naja, man sieht sich später. Schleide wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber hier ein paar technische Maschinen für dich. Ein paar? Ah, okay. Hallo, Pachirisu. Sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich deinem Pokémon eine Massage geben. Was sagst du dazu? Ja, gerne. Wenn Klingplim. Schildterra wäre ein bisschen zu groß, Onix auch. Aber Klingplim freut sich bestimmt. Oh, okay. Der Schalmann in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Pokémon dabei. Warst du schon in der Schleier der Arena? Die ist echt interessant, kann ich dir sagen. Mich erinnert sie irgendwie an eine Turnhalle. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Trickser und Illusionisten. Aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben, oder? Ah, wer weiß. So, nichts wie auf in die Arena. Da ist sie, Hilda. Erstmal alle Trainer bekämpfen. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Haia, für den Mut! Aber mein Knöchel juckt. Moshok. Moment, habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Was ist Schalterra jetzt eifersüchtig, weil Klingplim eine Massage bekommen hat? Rasierblatt! Oh, Gift Team. Ah, wir haben jetzt den Bodentypen, ne? Oder? Noch ein Mascher? Wie wär's mit einem Erdbeben? Das war jetzt schon das zweite Mal, dass
Schalterra, Egelsammer lernen wollte, beziehungsweise Shakerin. Zweimal Schocks und einmal Hollow, okay. Für den sollte aber eigentlich ein Rasierblatt reichen. Megasauger. Wir sind das Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Hi, ja, für die Tränen. Was? Das ist jetzt Producer? Das nächste für die Gerechtigkeit, oder was? Okay. Maschok schon wieder. Megasauger. Dann müsste sinken, ja. Bandits mit Erdbeben. Kommen wir schneller durch. Oh, Medite. Erdbeben. Und vielleicht setze ich Shelterra beim Arena-Kampf als letztes ein, damit ein bisschen Spannung reinkommt. Ja, Sandkrampf ist eine Bodenattacke, das begrüße ich doch. Auf Wiedersehen, Steinwurf. Sandkrampf erinnert mich immer an Knackleon. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag. Dir einen Schlag im Namen der Liebe. Ha ja, für die Liebe! Drei Pokémon hast du. Ach, schon wieder ein Maschok, das gibt's doch nicht. Es gibt so viele Kampf-Pokémon. Ein Glibunkel zum Beispiel. Nocturne, Kickly. Skorko müsste... Skorko? Ja, weiß ich gar nicht. Nee, Rasladero ist ja erst nächste Gen. Erdbeben scheint eine physische Attacke zu sein, warum auch immer. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal die Diskussion. Na gut, ich will nicht meckern. Ich nehme die EP gerne mit. Entwickelt sich Goldini eventuell jetzt? Nee.
Gibt es da keinen Trainer? Na gut. Ich dachte erst, dass es eine Sprosse wäre, aber da kann ich so hochlaufen. Ja. Rüberlaufen. Ja. Ah. Hab ich jetzt, glaube ich, Müll gebaut. Oder? Kriege ich das hier? Das habe ich mit verbundenen Augen geschafft. Das war nicht einfach, sage ich euch. Dann haben wir schon Musik, ne? Ja. Ah, das wollte ich nicht, aber hier muss ich eh lang. So, deswegen. Was? Hier ist nur ein Trainer? Okay, dann besiegen wir den einmal schnell. Ich bin das Quartett im Namen der... Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Haja, hör die Hoffnung. Das ist gedacht der Gerechtigkeit. Hat noch gefehlt. Aber gut. Ein Pokémon, okay. Ein Medite. Hättest du ruhig mal die Weiterentwicklung einsetzen können. Meditalis, glaube ich, ne? Oder Meditalis. So, Erdbeben. Ich kann jetzt nochmal zurück zum Pokécenter laufen, das kostet mich aber ein bisschen zu viel Zeit. So, so, okay. So. Und so, ja. So, dann kommen wir zur Arena-Leiterin. Hallo Hilda! Aber zuvor... Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie für Pokémon einsetzt. Das heilen wir einmal kurz. So. Nee. Geben. So. Frage, wen wollen wir als erstes reinnehmen? Na komm, nehmen wir Ponita. Okay, Hilda. Hier bin ich. Was hast du mir zu sagen? Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht und ich habe keine Ahnung, wie ich es zur Arenaleiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Okay, Hilda. Dann wollen wir mal. Da ist auch ein Markenzeichen hier. Pflaster auf der Nase, ne? Aber schön gemacht. Fängt mit einem Medita an.
So, Punita. Flammenrad. Okay, wir sind schneller. Bam. Ist nicht so schlimm. Und das war's für mich, Dieter. Nein. Doch, eventuell schon. Schauen wir mal. Ableitit. Nein. Blöder Ab. Leidieb. Ziel wäre. Ah. Schön. So, Bandits mit Flammenrad. Wir bleiben. Nitro-Ladung. Jetzt gedacht, Hilda hätte andere Pokémon, aber nur Medita und ein Mashok. Hm. Fuß tritt. Komm zurück, Ponita. Auf geht's, Killing Plim. Du schaffst das schon. Gena! Danke, Klingblim, du hast trotzdem schöne, gute Arbeit geleistet. Oh nix, wir brauchen dich. Feuer, oder? Bitte nicht Gepara. Was passiert eigentlich? Robuster? Ah, wir tanken. Jetzt müsste Mashok eigentlich einschlafen. Ja. Sandgrab. Klammergriff. Ich hoffe, das reicht aus. Ah, nein, leider nicht. Sandgrab und Klammergriff. Oder auch nicht. Schade. Bandits mit Feuerodem. Gena hat ganz schön reingehauen. Ich glaube, die dritte oder vierte Runde ist er schon. Aber ja. Das tut weh, aber einen sollten wir noch tanken. Es sei denn, es wird ein Crit. Oder auch nicht. Auf geht's, Goldini. Superschall. Ein Fußtritt sollten wir noch tanken. Hoffe ich. Oder auch nicht. Zieht das irgendwie mehr ab nach jedem Schlag oder so? Ich weiß es nicht. Okay, Schaltherra, du darfst ran. Erdbeben.
Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ah, das ist Lucario, ne? Stimmt. Machen wir erstmal ein Rasierblatt. Ableitung. Ich habe Angst, dass Erdbeben nicht ganz ausreicht. Lucario ist vom Typ Stahlkampf. Megasauger. Obwohl Erdbeben ist sehr effektiv, ne? Sollte es zumindest. Na gut, beende es mit dem Erdbeben. Ich hoffe, es reicht einfach aus. Ja. Hätte man einfach anmachen sollen. Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Ah, war aber knapp. Ohne Schildterra hätte ich alt ausgesehen. Okay, du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass jemand in einem Pokémon-Kampf mir das Wasser gereicht hat. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du dir damit deinen Orden redlich verdient. Hier, bitteschön. Was ist das für ein Orden? Vergesst die Namen immer. Bergorden! Und Ableithieb kriegen wir bestimmt als TM, oder? Na gut, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Reinstellen. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Und im nächsten Part werden wir uns weiter Richtung vierten Orden ranschleichen oder weitermachen. Bis dann.